Willkommen zu einem weiteren Tutorial von Learn4Dynamics 365. Es ist Zeit, sich die Funktionalität des Trainingfortschrittes anzusehen. Den Trainingsfortschritt können Sie an unterschiedlichen Ebenen auswerten. Sie beginnen dabei im Bereich Meine Inhalte, wo Ihnen die Ihnen zugeordneten Kurse angezeigt werden. Neben jedem Kurs sehen Sie den Status des Kurses und können so feststellen, ob Sie ein Training noch nie gestartet haben, ob Sie bereits mit einem Training arbeiten oder ob Sie ein Training bereits vollständig abgeschlossen haben. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, klicken Sie doch auf den Bereich Fortschritt oder auf Ihren Namen und auf das einzelne Menü Mein Fortschritt. Sie finden dann eine kompakte, aber detaillierte Zusammenfassung verschiedener Fortschrittsinhalte. Dazu gehören die laufenden Kurse, abgeschlossene Kurse, die Schulungszeit, die auf Basis von internationalen Lernformeln berechnet wird, und der Bereich der Abzeichen und Punkte. Selbstverständlich können Sie jederzeit auch einsehen, wie die Nutzung des Portals mit Ihrem Benutzer erfolgt ist. Sie können dabei wählen zwischen heute, gestern, Woche, Monat, Jahr und natürlich auch einem eigenen Zeitraum. Am Ende der Liste sehen Sie die bisher erhaltenen Abzeichen, welche Ihren Trainingsfortschritt widerspiegeln. Sie können dabei also nicht nur Ihren Stand innerhalb der Community erkennen, sondern auch selbst sehen, wie stark und wie intensiv Sie sich in letzter Zeit weitergebildet haben. Weitere Informationen und eine kompakte grafische Zusammenfassung erhalten Sie dann, wenn Sie auf den Punkt Infografik anzeigen oder auf den Button Infografik klicken. In diesem Fall werden alle Ihre Informationen grafisch aufbereitet und Sie haben die Möglichkeit, diese Grafik jederzeit zu exportieren, um zum Beispiel diese an einen Vorgesetzten zu übersenden. Wem diese Information grundsätzlich zu oberflächlich ist, dem bleibt am Ende noch die Möglichkeit, die detaillierte Fortschrittsinformation nach Excel zu exportieren. Das jeweilige Excel-Dateiblatt enthält alle Informationen zu den einzelnen Kursen, wann Sie sich in den Kurs eingeschrieben haben und wann Sie diesen Kurs auch bereits abgeschlossen haben. Wie viel Zeit haben Sie investiert und ist ein Kurs möglicherweise noch aktiv, da Sie im Moment noch mit diesem Kurs arbeiten? Nutzen Sie die Funktionalität des Trainingfortschrittes, die sowohl im Premium-Plan als auch in optionalen Benutzerlizenzen beinhaltet ist, und sehen Sie ab sofort, wie intensiv Sie in Ihre Weiterbildung investiert haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Learn4Dynamics 365.